Das ist Ivar, der Klassiker aus dem schwedischen Möbelhaus. Aus Ivar wurde Frida und sie hat es jetzt ins Museum geschafft, in die neue Sammlung in München. Frida bietet Schutz, Sicherheit und Geborgenheit. Mehrfach behinderte Bewohner des Blindeninstituts Würzburg haben Frida gestaltet. Durch Fühlen, Tasten und ein wenig Hilfe. Stühle als Kunstobjekte. Es geht um doch was anderes als um Hardcore-Design, wenn Sie an einen Mixer denken oder an ein Auto oder sowas. Ne? Aber wir finden gerade dieses Wechselspiel spannend. Die Diözese Würzburg hat zu der Kunstaktion aufgerufen. In oft monatelanger Arbeit entstanden die Objekte. Über 500 Menschen haben daran teilgenommen. So bunt die Gruppen und Ideen, so vielfältig die Stühle. Sie symbolisieren den Platz, den die Künstler für sich in der Gesellschaft sehen oder wünschen. Wir möchten gern, dass mit dieser Ausstellung das Thema Inklusion vorankommt und natürlich Behinderte wirklich diese volle Teilhabe und Beteiligung barrierefrei an allen Möglichkeiten der Gesellschaft und der Kirche haben können. Die Kunstaktion fand in den Einrichtungen so viel Anklang, dass immer noch neue Stühle entstehen, wie hier im St. Josefsstift in Eisingen. Draht, Gipsbinden, Ton, Acrylfarben und Bootslack. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Ideen kommen von den Menschen. Lediglich bei der Umsetzung bekommen sie Unterstützung. Ich werde zwar praktisch als künstlerischer Leiter bezeichnet, aber es ist letztlich so, dass ich meine Rolle eher als Assistenz verstehe, dass ich sicherlich Impulse gebe, aber dass ich eigentlich das, was an Ideen von den Leuten kommt, das unterstützt, damit es Wirklichkeit wird. Einer ihrer farbenfrohen, aufwendig gestalteten Stühle ist jetzt auch in München zu sehen. Stolperstein zum Paradies. Manche haben auch etwas Beklemmendes. Psychisch Behinderte bauten in den Stuhl vier Räume, die ihr Innenleben darstellen soll. Die Ausstellung Nimm Platz will Menschen die Augen öffnen, nachdenklich machen und neue Impulse setzen.